Radio Melodie im Gespräch. Spannende Interviews mit tollen Gästen. Immer auch zum Nachschauen auf www.radiomelodie.ch. Radio Melodie. Bei mir zu Gast habe ich jetzt Manuel Spitzer aus Kärnten zugeschaltet. Herzlich willkommen, Manuel. Hallo, grüß dich. Liebe Grüße in die Schweiz. Und liebe Grüße natürlich zurück nach Kärnten. Du bist bei mir online, weil du einen neuen Titel rausgebracht hast. Nach dem Blitz, der eingeschlagen ist, ist es jetzt ein kalter Engel geworden. Wie kam es zu dem Titel? Ja, zu dem Titel, ich habe mir einfach gedacht, man kann ja nicht immer über negative Liebe singen oder nur über Glück, sondern es gibt auch so Situationen, wo man so zwischendrin ist. Und ja, wenn statt die Schmetterlinge Eisblumen wachsen im Bauch, ich glaube, dann spricht man von kalten Engel und der, was einen so richtig erfrieren lässt, sage ich einmal. Und dieser Titel, der läuft ja, habe ich das Gefühl, schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, ich bin total überrascht, dass jetzt eigentlich schon auf YouTube, Spotify und auch in die ganzen Radiosender der Titel gewünscht wird, gestreamt wird und aufgerufen wird. Mittlerweile haben wir fast, ich glaube, über 50.000 Views in nur einem Monat auf YouTube. Und ja, das macht einen natürlich schon sehr stolz, wenn man sieht, der wird angenommen. Nicht eiskalter Engel, sondern nur kalter Engel. Warum ist der nicht eiskalt? Eine Silbe zu viel. Ja, ich denke mir, eiskalter Engel, das ist ja wirklich dann schon so, als wenn es den gar nicht mehr gibt oder der, was nur mehr aus Glas besteht. Und kalter Engel, das ist so zwischendrin, wenn man verliebt ist, dennoch Gefühle spürt, aber ja, hin und wieder läuft einen kalt über den Rücken und deswegen kalter Engel. Kann ja auch ein richtiges Liebesgefühl sein für den Winter, ein Wintertitel quasi. Wie ist der zu dir gekommen? Du hast ihn ja komponiert und getextet. Genau, komponiert und getextet. Also ich habe so ein Grundlayout einmal für mich zu Hause zusammengestellt. Bin eben mit dem Song dann zu Tim Peters nach Düsseldorf gefahren und dann haben wir der Nummer eben noch einmal so richtig den Feinschliff gegeben, dass er eben genau das interpretiert, was ich dabei fühle. Und du bist in den Ruhrpott gefahren. Hast du das Girl aus dem Pott getroffen oder nur Tim Peters? Also ich habe seine Nummer, Girl aus dem Pott, habe ich mir angehört beim Rausfahren. Und ja, dann habe ich eben den, der was das auch singt, getroffen in seine Studie, eben Tim Peters, genau. Tim Peters hat ja für viele komponiert und produziert auch. Jetzt hat er gerade Gold bekommen als Produzent für zwei Titel, die er für Matthias Reim geschrieben hat. Also da könnte doch einiges laufen, auch bei dir. Ja, schauen wir mal. Man weiß ja nie, natürlich als Musiker und Künstler träumt man immer davon, so einen Erfolg einmal zu haben oder zu bekommen. Und aber ich muss ehrlich sagen, derzeit läuft es auch bei mir gut. Es ist zwar jetzt nicht Gold, aber die Leute streamen und feiern den Song nach wie vor. Und ja, ich sage jetzt einmal so, wenn man an einen Traum glaubt, kann er ja eigentlich in Erfüllung gehen. Wieso bist du jetzt zu Tim Peters gekommen? Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz spannende Geschichte. Ja, das hat sich so ergeben. Also ich habe ja dürfen für Matthias Reim so Lederarmbänder anfertigen und seine Gitarrengurte. Und da habe ich auch immer wieder gesehen in die ganzen Insta-Stories von Tim Peters, der was ja auf Instagram relativ aktiv ist, dass er eben für Matthias seine neuen Songs produziert hat. Und habe da eben Tim auch immer beobachtet. Und so bin ich irgendwie dazu gekommen und habe mir gedacht, okay, cool. Ich schreibe ihn einmal an, vielleicht hat er Lust mit mir zusammen eine Nummer zu schreiben und da ist eben gleich einmal die Nummer wie ein Blitz entstanden und daraufhin haben wir jetzt noch einige Nummern geschrieben, wie jetzt eben die neue Nummer Kalter Engel.
Und zu Kalter Engel gibt es ja auch ein Video, du hast es vorhin gesagt, über 50.000 Aufrufe in kurzer Zeit, ein Riesenerfolg. Ich habe reingeschaut in das Video, du bist da in sehr kalter Umgebung unterwegs mit einem weißen, mit einem Schimmel und einer wahnsinnshübschen Frau. Wie ist es zu dem Video gekommen? Ja, also zu dem Video sage ich jetzt einmal so, meine Idee war einfach, der Song, der klingt relativ mystisch, ja, und Engel ist immer so eine Gestalt oder man kann es bezeichnen, wie man es will, also ob Talisman, ob irgendwie eine Gestalt aus dem Himmel oder ja, auch zu Weihnachten spricht man von den Engeln und da habe ich mir halt gedacht, das passt eigentlich sehr gut zu dem Sound und ich wollte unbedingt, dass es eine Gestalt ist, wo man sagt, okay, es ist jetzt nicht wirklich ein Mädel, das was man so extrem erkennt in dem Video, sondern man kann einfach daraufhin sich seine eigene Idee und seine eigene Illusion stricken. Und das war der Hintergrund. Daher ist es einfach sehr mystisch gehalten. Und ja, ich habe sehr gerne Pferde. Dadurch habe ich mir gedacht, passt zu meiner Region, die baue ich mit ein. Als ich den Song oder das Video zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich irgendwie an Szenen aus dem Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel erinnert. Bin ich da der Einzige oder gibt es da noch andere, die da auch solche Rückmeldungen gegeben haben? Ja, du hast vollkommen recht. Es hat wirklich noch einige gegeben, die was das kommentiert haben und mich angeschrieben haben. Stammt die Idee irgendwie aus diesem Kinofilm? Und ja, ich sage jetzt einmal teilweise ja, aber alleine da, wo ich schon den Song geschrieben habe und getextet habe, habe ich mir gedacht, es muss einfach so in diese Richtung gehen und es gibt auch die Region Kärnten von mir eben diese Schneelandschaft her und da habe ich mir gedacht, Wald, Schnee, das passt irgendwie so zu diesem Song und dann hat eben der Tim die Nummer noch so mystisch produziert, wo ich mir gesagt habe, das ist es und das bringt diesen Flair in die Nummer. Wenn wir jetzt etwas vorausschauen, aktuell gibt es gar nichts, keine Auftritte für dich wahrscheinlich, oder? Leider nicht. Also es gibt Auftritte, ich habe einige reinbekommen, aber das meiste Problem ist halt, dass es meistens 2 bis 3 Datums gibt, wo das immer wieder verschoben wird und man kann halt nicht genau sagen, wann und wie das stattfinden wird und ob es in der Größenordnung überhaupt stattfinden darf. Ja. Aber ich freue mich natürlich, wenn zum Beispiel das Hafenfest in Kärnten oder das Honky Tonk Festival stattfinden darf. Es gibt natürlich schon Termine, die findet man auf meiner Homepage, aber ja, ich hoffe, dass es möglich ist. Ich halte ganz fest die Daumen. Lassen wir uns überraschen. Aber du hast ja quasi Nebenjobs, du sitzt ja auch in deinem Studio, du kannst komponieren, texten und so weiter da schreiben und du hast auch von deinen Ledersachen, die du machst, erzählt. Also dir geht die Arbeit eigentlich nicht aus? Ja, die Arbeit geht mir nicht aus, aber natürlich, ich vermisse wirklich sehr die Bühne und wenn man jetzt so ein Online-Live-Konzert gibt, ist es natürlich ganz was anderes, als wie wenn man das Feedback gleich direkt nach dem Song oder nach der Nummer von den Menschen spürt, bekommt. Und das ist halt eben der Hauptgrund, was mir extrem abgeht. Natürlich, ich beschäftige mich mit neuen Nummern und in weiterer Folge eben auch mit meinen Ledersachen. Klar, also die Arbeit geht nicht aus, aber es macht natürlich 10-mal mehr Spaß, wenn man mit Leuten zusammen in Kontakt ist und natürlich wieder die Fans und Freunde treffen darf. Was sind denn deine weiteren Projekte? Gibt es schon bald wieder, also der Song ist ja immer noch sehr aktuell, gibt es schon wieder Planungen für nächste Titel oder Alben oder so? Ja, auf jeden Fall. Also der nächste Titel, ich habe heute gerade den neuen Mix bekommen. Und ja, ich freue mich schon wirklich auf Sommer. Da können sich einige freuen darüber. Es wird eine tolle Sommernummer geben. Und ja, dann sieht man auch ein bisschen vielleicht, wenn es die Situation erlaubt, wie ich so meinen Sommer verbringe. Und ja, bin schon gespannt, was dann so die Leute dazu sagen. Also neue Nummern sind am Start.
Da müssen wir doch wissen, wie dein Sommer oder wie du dir deinen Sommer erhoffst. Genau, also ich hoffe natürlich, dass ich wohne ja gleich in der Nähe von Italien und dass wir da eben das Video auch drehen dürfen. Derzeit sind ja alle Grenzen geschlossen, aber ja, man hofft halt, dass es irgendwie klappt und diese ganzen Geschichten, was ich so im Sommer mache, in welchem Flair ich da mich wohlfühle, das seht ihr dann in meinem neuen Video zum Sommersong. Da sind wir doch gespannt und wünschen alles Gute. Bleibt gesund und weiterhin toi 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 mit deinen Arbeiten, deinen Projekten. Alles Gute und wir sehen uns ganz, ganz sicher bald wieder einmal. Tschüss und danke vielmals. Danke, tschüss.